Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Schauen wir mal Quickie-Projekt auf dem Neo Geo CD. Und das Spiel, was ich mir dieses Mal ausgesucht habe, ist The King of Fighters 95. Ein Prügelspiel, ein optisch sehr ansprechendes Prügelspiel, also schaut sehr schön aus. Gleich wieder mal vorweg, ich nehme das Ganze auf meinem Neo, also ich spiele es auf dem Neo Geo CDZ, dort wo die Ladezeiten verkürzt sind. Ich nehme das Ganze auf, halt eben über die Originalhardware, aber ich nehme das Ganze mit die Cinch-Kabel auf, / ich nehme das Composite Audio- und Videosignal auf, weil das Einzige ist, was ich aufnehmen kann. Ich habe zwar ein RGB-Kabel fürs Neo Geo, nur ich habe keine Möglichkeit, das RGB-Signal aufzunehmen. Deswegen kann es sein, dass da einiges an der Grafik verpixelt ist, stark verpixelt ist, was auch immer. Deswegen schaut so aus, wie es ausschaut. Sorry. Ja, ein weiteres Prügelspiel hat ja sehr wenige gegeben auf dem Neo Geo. Sehr unbekannt halt eben, dass Prügelspiele gibt auf dem Neo Geo. Aber wurscht. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das Spiel jemals gespielt habe, gebe ich auch ganz ehrlich zu, weil ich habe zwar einige Prügelspiele fürs Neo Geo CD, aber ich bin nicht mehr so der Kampfspielspieler. Es war eigentlich jetzt nicht so gescheit, dass ich auf das How-to-Play gegangen bin, weil das wird eh wie immer sein. A ist Punch, B ist wahrscheinlich... Was? Okay. Achso. Ja, okay. Also A... Was ist ja wurscht. Mal kurz... Schwierigkeitsgrad... Aha, MVS. Expert, na sicher, weil ich Expert bin. Ja, ich nehme es auf normal. Petset, na, passt schon. Singleplay, nein, wir wollen nichts laden. No Load. Um Gottes Willen. Ich kenne mich nicht aus, ich weiß nicht, wer ist, wer was kann. Ich meine, den kenne ich. Der ist eigentlich von Fatal Fury und ich glaube, das ist ja ein Mix bei The King of Fighters, das ist ein Mix aus mehreren Prügelspielen, was ich mich jetzt da gerade erinnere. Ja, irgendwie Special Moves oder was, durch Zufall werde ich vielleicht den einen oder anderen Special Move zusammenbringen. Er fängt schon gut an. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, das war cool. Yes! Wurscht, wie wir gewinnen, Hauptsache wir gewinnen. Gut, er hat mich nur irgendwie noch erwischen müssen. Au. Sowas muss doch wehtun. Und das Spiel ist nicht komplett, aber halt eben zumindest die Konversationen sind auf Japanisch, weil das halt eben eine japanische Konsole ist, auf der ich spiele. Das CDZ ist ja nur in Japan erschienen. Ah, warte mal, nehmen wir die Dame. Mi Bouncy. Leute, die sich ein bisschen auskennen mit Kampfspielen und mit Neo Geo CD, wissen, war. Ich glaube, das ist nämlich der Charakter. Ja. Mi Bouncy.
Oh. Na bitte. Ja, schöner Rücken. Kann entzücken. Und die Vorderseiten von ihr schaut auch sehr interessant aus. Nicht mit dem nassen Handtuch, sondern mit dem Rockerl. Okay. Kirchen? Au! Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber halt eben mit dem Fächer herumschießen ist cool. Das war auch cool. Ah! Au! Au! Ja, was hast du verlangt? Du hast dich als ich ausgegeben. Also das geht ja nicht. Das ist ja nicht das Napalm-Duo, oder? Wie ist das? Aber es schaut gut aus, muss ich wirklich zugeben. Also grafisch finde ich es ziemlich cool. Die Hintergründe, dass die halt eben so ein bisschen animiert sind und so und eben sich bewegen, eh klar. Deswegen heißt es auch animiert. Au! Ja, der böse Wicht. Ah, wieso ist denn nicht Vorkunft? Ah, ich wollte schießen. Ach Gott, das kommt davon, wenn man so spielt. Ich komme hier da. Ich weiß schon, das war ein seitlicher Kick, aber es hat anders ausgeschaut. Also jetzt haben genau in die Glocken reingehauen. Cool, wie habe ich das gemacht? Au! Weißt du nicht, dass meine Dame nicht schlägt? Das fällt dir ein, du Flegel. Ich bin gerade ein bisschen unentschlossen, was ich mache. Eine Buffen hat's geheißen, ne? Angriff ist die beste Verteidigung. Ja, das Mädel gefällt mir, optisch und kämpferisch, muss ich schon zugeben. What the hell is that?
war sicher irgendwas ganz Dramatisches, da bin ich mir ganz sicher. War zwar ein bisschen unfair, meine Spielweise, aber ja, was soll ich anders machen? Ich meine, er kämpft quasi auch so, wenn es. Shit. Er ist immer. Also, das Springen geht, aber danach ist er immer schneller, obwohl ich auch die schnellen Fäuste sprechen lasse quasi. Und eben schaut, dass ich auf Reichweite das Ganze mache. Au. Ich bin ja da nur mit dem. Ja, das kannst du vergessen. Na geh. So, nehmen wir uns noch einen anderen Charakter. Nehmen wir den, ist ja wurscht. Ja, wir haben wieder ein bisschen das gleiche Problem, dass wir nicht wissen. Da, wie zum Beispiel ein Wurf geht. Von Spezialattacken rede ich nicht einmal. Schnell gegangen. Irgendwie schaut ja der Typ wie der Wesker aus. Wenn er halt eben diese Gewinnerpose hat, dann hat er ein bisschen. Was haben wir denn noch? Achso, da warte mal. Da drüben sind Mädels. Genau, ich denke mir nämlich die ganze Zeit. Das gibt's ja nicht, dass da nur ein, also ein weiblicher Charakter da dabei ist. Ah ja, doch, die kommt mir auch bekannt vor.
War mehr jetzt gerade ein Button-Mash als gewollt, aber es hat funktioniert, oder? Ja. Naja. Jo, ist ja wurscht, nehmen wir noch einen Charakter. Ich möchte mir noch die andere Dame anschauen. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn ich endlich mal einen anderen Knopf nehmen würde zum Auswählen, dass wahrscheinlich jeder noch ein anderes Outfit hätte. Aber... Er kann wieder werfen, ist ja eh klar. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber... Ja. Das ist nimmer mehr mein Word, das, die Kampfspiele. Ich find's cool, ich find's echt cool und von mir aus schauen wir uns noch einen... Ja, warte mal, wen nehmen wir? Dann nehmen wir... Nehmen wir einen lustigen, da den Drunken Boxer oder wie die heißen da immer. Drunk Kung Fu. Ja, ich nehme mal an, wenn man mit denen kämpfen kann, sind super. Also der Drunken. Wobei eigentlich bis jetzt der halt so deppert habe ich mich gar nicht angestellt, aber es hat noch lange nicht gereicht. Der Huf, der mir einen Arsch ins Gesicht, na toll, ja. Gut, lassen wir es ausrennen. Ja, ich habe schon öfters gesagt, von wegen, dass Kampfspiele nicht mehr ganz so meins sind. Sicher hier und da bin ich noch gut in ein paar Spielen, aber jetzt nicht über drüber. Da nicht, weil ich glaube, ich habe es vorher nie gespielt. Lass mal noch das Gemo-Spiel ein bisschen rennen. Auf jeden Fall war das The King of Fighters 95 an sich ein cooles Spiel. Nur man muss sich damit befassen. Und das mache ich nicht, aber es ist trotzdem, ich finde es optisch von der Grafik her, vom Sound und sowas finde ich es eigentlich ziemlich cool. Von dem Charakter her, ja, ist halt eben ein Mischmasch aus mehreren Kampfspielen. Sind ehrlich gesagt jetzt nicht gar alles meine Kampfspiele, weil das ist hauptsächlich halt eben so Neo Geo Sachen. Fatal Fury trifft auf, weiß ich nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Ja, trotzdem hoffe ich einmal, dass euch dieses Schauen mal Projekt gefallen hat, obwohl es relativ kurz gewesen ist, diese Folge wieder mal. Trotzdem wünsche ich euch einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend, je nachdem wann ihr diese Folge sehen solltet. Vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder. Mensch, bleiben geil. Tschüss. Baba.